Ich habe kein Problem und ich bin bereit. Und ich bin sehr, sehr motiviert. Und Spielzeit ist sehr wichtig für mich, aber der Fokus ist nicht am Weltmeisterschaft über Null Bremen. Ja, grundsätzlich ist es schon so, dass Bagi ein Spieler ist. Das habe ich ja auch ähnlich wie bei Niklas gesagt, dass Niklas ausgefallen ist, den wir 1:1 nicht ersetzen können, weil er eine sehr gewinnbringende Kombination aus dem aggressiven Spiel gegen den Ball hat, sehr zweikampfstark ist, sehr gut darin ist, Räume zu schließen, zu erkennen, auch in Zweikämpfe zu kommen. Dazu in der Rückrunde auch sehr viel taktische Flexibilität dazu gewonnen hat, glaube ich. Das hätte er sich vorher auch nicht denken lassen, dass er dann mal recht regelmäßig in der Zentrale, in der Dreierkette spielt. Dazu aber natürlich auch in der Spieleröffnung ein wichtiger Spieler für uns, der von der 6 weg immer wieder für uns das Spiel öffnet, mit wenigen Kontakten spielen kann. Also das ist von der Bedeutung her natürlich ein herber Rückschlag. Ja, sehr stark. Also gut, sie haben in München verloren. Vielleicht für sie ungewöhnlich hoch. Ich glaube, andere Bundesligisten erleben sowas regelmäßig. Da kam wahrscheinlich auch viel zusammen an dem Tag. Haben dafür letzte Woche dann mal eben so Bayer Leverkusen 4:0 geschlagen. Also das ist eine Mannschaft mit einer brutalen individuellen Qualität. Und sie sind jetzt im Endspurt zur Qualifikation für die Champions League, wo sie auch von ihrem Kader her natürlich definitiv hingehören. Und deshalb erwarte ich da einen sehr konzentrierten Gegner. Es ist schon so, dass wir auch gegen Dortmund in einem Heimspiel unsere grundsätzliche Art und Weise von Fußball beibehalten wollen. Das heißt, wir wollen auch einen gewissen Anteil an Ballbesitz haben. Wir wollen nicht zu tief stehen, um den Weg zum gegnerischen Tor auch nicht zu weit zu haben. Und dass das gegen eine Mannschaft wie Dortmund mit der individuellen Qualität, insbesondere im vorderen Bereich, natürlich noch eine große Herausforderung ist, das ist auch völlig klar. Aber ich finde, das ist auch das, was wir immer die letzten Wochen und Monate gesagt haben. Diesen Mut sollten wir haben und den werden wir auch am Sonntag haben. Es wird nicht leicht, keine Frage. Dortmund haben grundsätzlich eine hohe Qualität, haben jetzt Selbstvertrauen getankt gegen Leverkusen. Aber wir sind auch selbstbewusst genug, dass wir den Dortmundern einen harten Fight liefern wollen. It's difficult to say, actually. Always when you play at home, there you have a Vorteil. And you know, when we play at home, we have our fans behind us, 42.000. Es ist gar nicht so einfach zu erklären, warum wir auswärts schwächer sind als zu Hause. Gut, zu Hause haben wir natürlich den großen Vorteil, unsere Fans im Rücken zu haben mit 42.000 Zuschauern oder lass es 38.000 sein und der Rest Gästefans. Es ist schon etwas ganz Besonderes hier zu spielen. Man fühlt sich wie zu Hause. Wir trainieren hier und kennen hier alle Abläufe. Einfach schwierig zu sagen, warum es auswärts nicht so klappt. Es sollte aber keine Leistungsschwankungen geben, egal ob auswärts oder zu Hause. Diese gibt es nun mal, aber ich denke, nächste Saison werden wir es besser machen. In dieser Spielzeit haben wir schon gezeigt, egal ob zu Hause oder auswärts, wir können jedes Team schlagen. We have shown for ourselves that we can win every game and this is very important mentally.